Erneut willkommen, liebe Zuschauer, bei Avia TV. Jetzt möchten wir nicht den gesamten Winter schon unter die Lupe nehmen mit den einzelnen Mannschaften. Außerdem können wir das gar nicht. Wir wissen ja gar nicht, wie die Trainer entscheiden, wer startet wo. Kräfte einteilen ist vielleicht... Wird wahrscheinlich dieses Jahr ein Thema werden. Ja, denn was man so gehört hat jetzt auch in den Gesprächen, Telefonaten, also jetzt kurz vorm Auftakt, sind schon gerade die jüngeren Athleten dort im Fokus der Trainer, die vielleicht auch mal zu schützen, Anlagen nicht zu springen, die eventuell ein bisschen gefährdet sind, wo es auch mal längere Zeiten dauern kann, ehe der Wettkampf losgeht. Also kann durchaus sein, dass auch vielleicht, was wir nicht hoffen wollen, Willingen eventuell davon ein bisschen betroffen ist, denn die sind direkt vor den Olympischen Spielen. Allerdings hat man sich da ja auch was einfallen lassen mit diesen Willingen Five, wo alle zusammengerechnet werden, ähnlich wie bei der Raw Air Tour und dann extra Preisgeld gibt. Aber das muss man mal abwarten, das ist noch ein Stück hin. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass der ein oder andere vielleicht punktuell mal einen Wettkampf auslässt. Okay, wir haben uns das mal ein bisschen aufgeteilt und haben mit den Offiziellen, mit den Trainern gesprochen. Und Gerd fängt am besten mit der deutschen Mannschaft an. Severin Freund, das wissen wir. Ja, ist nicht einsatzfähig durch seine schwere Verletzung, aber ansonsten? Sieht's gut aus. Also, was wir gehört oder was ich gehört habe, alle gesund und munter. Man war also bis letzte Woche in Oberstdorf zum Training. Man konnte alles absolvieren. Also nach dem Grand Prix am 3. Oktober ist man nochmal wie gewohnt schon fast nach Spanien gegangen, also eine Art Sommertrainingslager, Kräfte tanken, Konzentration auf die Physis gelegt. Dann ist man nochmal zum Springen gegangen. Der B-Kader hat eine Ausscheidung gesprungen, also um den letzten Startplatz in Garmisch-Partenkirchen. Diesen hat so ziemlich sicher der David Siegel in der Tasche, wobei auch ein Konstantin Schmidt sehr gut gesprungen ist. Kann auch da sein, dass man das kurzfristig dann mal wechselt, wird ein bisschen abhängen davon, wie man jetzt reinstartet in die Saison. Und Pius Paschke hat ja den Startplatz, den siebten Startplatz über den Conti Cup im Sommer errungen. Und deshalb ist der aus meiner Sicht auch gesetzt. Und ansonsten sind die fünf, die im Sommer eben ihre Leistung gebracht haben, auch zum Weltcup-Auftakt dabei. Und ja, was man aus Trainingskreisen hört, ist ein Andi Wellinger, Markus Eisenbichler, auch ein Richard Freitag. Die Jungs, die ja gut in Form sind. Und auch ein Stefan Leier hat sich ja im letzten Jahr toll entwickelt, auch im Sommer sehr gut gesprungen. Und ein Karl Geiger würde ich mal so ein bisschen als, ja, vielleicht... Geheimfavoriten. Ja, der ist ja nicht mehr geheim, ne, wenn man so aussprechen. Also nicht Favoriten, aber auch er hat eine tolle Entwicklung genommen über den Sommer. Und auch gerade in Wiswar, die Schanze kennen Sie. Andi Wellinger hat seinen ersten Weltcupsieg dort gesetzt. Karl Geiger und Stefan Leier sind dort super gesprungen im Sommer Grand Prix. Die Schanze kennen Sie. Also sollte ein guter Auftakt aus deutscher Sicht werden. Okay, mit Heinz Kutin habe ich gesprochen, der ist eigentlich auch ganz zufrieden, obwohl nicht alles hundertprozentig läuft, aber er sagt, der Gregor Schlierenzauer wird in Wiswan noch nicht dabei sein, aber dann sicherlich in den Weltcup einsteigen und Michael Heiböck ist voll im Training, die Sache ist auch nicht so kompliziert. Ein bisschen Probleme gibt es mit Andreas Kofler, der ist im Moment nicht im sogenannten A-Kader, also der ist in der zweiten Garnitur, wo er trainiert. Aber Heinz Kutin sagt, er hat alle Zeit der Welt, um sich dann einzustimmen, fit zu machen. Aber er ist nicht abgeschrieben. Das Angebot der Österreicher ist nach wie vor absolut okay. Und es hieße, Eulen nach Athen zu tragen. Wenn Kraft die nicht eine Rolle spielen würde. Also, aber, wie gesagt, ja. Wenn ich Sie kurz unterbrechen darf, wir sind ja auch manchmal so ein bisschen hinter den Kulissen, ne? Ja. Und wir hatten ja gerade in unserem ersten Film den Teil Sommer und Winter. Ja. Und da ist mir aufgefallen, dass zum Beispiel der Michi Heiböck einen blauen Schuh gesprungen ist. Also das Modell, was in Österreich entwickelt wurde und hat ja die Quali gar nicht überstanden in Klingenthal. Das war dann der Punkt, wo er gesagt hat, jetzt reicht's damit. Schuhe zur Seite, nimmt seine alten, habt ja auch einen Film gemacht bei der Firma Rast und was genau, wird er? Genau. Österreicher Meister. Genau. Da fragt man sich, warum macht man das? Daher kommt das Sprichwort, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ja. Aber warum macht man das? Weil man natürlich den Abstand nach ganz vorn verringern will. Ja, klar. Man hält sich daran fest und denkt, das ist was mir taugt, aber am Ende taugt es nicht. Und dann muss man die Reißleine ziehen. Und wie man sieht,
So also, einfach geht's dann. Wie wir das auch angedeutet haben, die größten Reserven hat der Schuh. Nicht der Schuh des Manitou, sondern der Schuh des Skispringers. So, die Polen. Tja, die Polen. Ich habe eben noch mal mit dem Stefan Hongacher telefoniert, der die letzten freien Tage auch zu Hause im Schwarzwald genießt, also bei seiner Familie. Und meine Frage war eben, ist es mehr Belastung? Er kennt es ja aus dem deutschen Team zum Beispiel, zu Hause zu starten. Oder ist es vielleicht ja, auch eine, also keine Last, sondern eine Lust? Er ist der Meinung, es ist ein bisschen eine Mischung aus beiden. Also man kennt die Anlage, die übrigens ab morgen picobello präpariert sein soll. Hat so frisch geschneit, also sieht auch ein bisschen winterlich aus. Und ist der Meinung, es ist eher also eine Lust drauf. Also man hat wenig Anreise. Also klar, sie wohnen alle mehr oder weniger 2 Stunden entfernt oder gar in Wismar. Also gar keine Anreise und sie konnten auch alles trainieren, was sie vorhatten. Ein Kamil Stoch gibt den Ton wieder an im polnischen Team und die anderen sind angeblich nicht schwächer geworden. Mhm. Also gerade die Frage, die wir auch oft gestellt haben, sie können im Winter, also außer Kamil mal rausgenommen, aber gerade den David Kubacki kann im Winter nicht springen, hat der Letzte angedeutet, dass er es auch kann. Das, aber und absolut. Mit Maciek Hott haben sie noch einen weiteren Piotr Żyła. Also der Stefan Hongacher ist sehr, sehr aufgeräumt und weiß, dass sie gut trainiert haben, Materialsetup stimmt. Auch der Wechsel zu der anderen Skimarke passt. Also da gibt es derzeit keine Probleme. Es würde uns auch überraschen, wenn es anders käme. Apropos Telefon. Ich habe mit Alexander Stöckel natürlich telefoniert und der war irgendwo ein bisschen niedergeschlagen. Ja. Und das ist nachvollziehbar. In der vergangenen Woche, nee, vor 2 Wochen muss man sagen, Training am Midstoonbakken in Oslo, ganz normaler Sprung, ganz normale Landung. Auf einmal fährt bei Kenneth Gagnus das Knie weg. Sie, die Insider, wissen Bescheid. Der hatte schon 3 Kreuzbandrisse, 2 rechts und jetzt hat er 2 links. Das hält der stärkste Charakter wahrscheinlich nicht aus. Also es wäre ein Wunder, wenn er noch mal zurückkäme. Das ist ein großer Verlust für die norwegische Mannschaft, ohne Zweifel. Er war wieder der Chefpilot, kann man sagen. Aber es ist zumindest für diesen Winter mal vorbei. Ansonsten haben noch einige leichte Probleme mit der Umstellung auf die Eisspur. Der letzte Platz ist offen. Andreas Sternen ist auch noch nicht ganz im Schuss. Also da hat sich Alexander Stöckl noch nicht festgelegt, ansonsten auch die üblichen Verdächtigen. Genau, er muss jetzt wieder die Führungsrolle der Daniel André Tande übernehmen, ja. Wird er auch übernehmen. Ja. Aber du hast es angesprochen, es ist ja ähnlich wie bei Severin Freund im deutschen Team. Das ist erstmal nicht nur für den Trainer, sondern für das gesamte Team ein Tiefschlag. Also das muss man erst mal verdauen. Klar springt jeder für sich selber, aber wir haben ja auch gerade jetzt in Wismar schon das erste Teamspringen, auch im Hinblick auf die Olympischen Spiele, wo es auch um Gold im Team geht. Das muss man schon mal verkraften. Und da kann man wirklich nur dem Kenneth beide Daumen drücken. Er hat ja selber auch in einem Statement gesagt, dass es jetzt die Zeit überhaupt noch nicht für Entscheidungen ist, wie es weitergeht oder... Ja. OP, ja, und dann muss man sehen, ob er die Kraft findet. Man kann ihm nur die Daumen drücken und alles Gute wünschen und hoffen, dass das Team sich dann eben davon nicht allzu sehr beeinflussen lässt. Genauso ist es so. Gerd, jetzt wollen wir mal im Stenogramm die anderen wichtigen Mannschaften vielleicht noch ansprechen. Geheimnis umwittertes Slowenien. Mhm. Ja, das ist aber für Sie selber so ein bisschen das Geheimnis. Also man hat etwas anderes ausprobiert. Also der Sommer lief mit Sicherheit nicht nach den Vorstellungen, obwohl es ja auch nicht neu ist, dass jetzt zum Beispiel auch ein Juri Tepisch im Sommer nicht die Leistung bringt wie im Winter oder auch andere. Allerdings war man schon ein bisschen sehr weit weg und jetzt hat man es ein bisschen umgestellt. Man ist also auch nach Teneriffa gegangen nach dem 3. Oktober, nach dem Grand Prix-Finale. Hat dort den Sommer nochmal genossen, hat mentale Frische getankt, ist dann nochmal in Oberstdorf gewesen zum Training, springt aktuell in Krain auf der Eisspur, also man hat keine Spur. Also sie sagen selber, ja, wir haben nicht die Technologie wie in Deutschland oder in Österreich. Man hat dort einen Eisblock, also mit Schnee aus der Eishalle. Aber man ist trotzdem zuversichtlich, nur man weiß wirklich nicht, wo man steht. Das ist das große Problem. Also man hofft, dass die beiden Jungen mit Thielen Bartol unter anderem, die also im Continental-Cup für Furore gesorgt haben, dass die in die Bresche springen. Nur die sind 19 und 21
Und da weiß man auch nicht, wie funktionieren die dann zum Weltcup. Auch das sind zwei Athleten, sind super Talente, aber die brauchen vielleicht noch ein bisschen. Richard Schallert für die Tschechen, Roman Kudelka, ganz klar die Nummer eins. Und der ist auch zu einigem fähig in diesem Winter. Also dürfen wir mal gespannt sein. Jakub Janda hat aufgehört. Ich glaube, den sehen wir noch mal, ne? Ja, in Wismar, da macht er seinen Abschiedssprung. Ja. Entschuldigung. Dann muss er ins Parlament. Ja, dann muss er ins Parlament. Und so ein bisschen treten die Jungen auf der Stelle. Also da hat sich, glaube ich, auch Richard Schallert ein bisschen mehr erwartet. Bei Lukas Kruczek und den Italienern, da ist der Südtiroler. Das sind die drei, also die drei Colloredo, Bresadola und der Alex Insam, die drei sind vor allen Dingen Insam gesetzt. Ja. Und man wird allerdings auch ein Team an den Start bringen, also italienisches Team wird also in Wismar am Start sein. Aber die drei, sagt er selber, die müssen hoffentlich die Form halten. Man hat also die Polen getroffen in Hinzenbach, also sagt, es ist immer wichtig, dass man nicht immer alleine trainiert, sondern auch einen Vergleich hat zu dem Team und ja, es sah gar nicht so schlecht aus. Nur das sind die Sprüche, die wir bis Freitag zur Qualifikation immer in Wismar hören. Ja. Wir haben gut trainiert, sieht gar nicht schlecht aus, aber am Ende weiß ja keiner genau, wo er steht, was passiert und so weiter. Also wichtig ist erstmal, dass in den Teams so viel wie möglich gesund sind und dann... Es ist zum Teil natürlich wie immer auch Kaffeesatzleserei. Arifjew, der russische Trainer, schwört Stein und Bein auf Klimov. Ja gut, der war im Sommer ja auch nicht schlecht. Und letztes aber bitte, Jahr auch wo sind die Vergleichsmöglichkeiten? Ja, aber im letzten Winter ist er auch schon ganz gut gesprungen. Also Klimov muss funktionieren im russischen Team. Dann haben sie eine Chance vielleicht, dass sich dahinter zwei, drei entwickeln. Wer weiß, was alles passiert. Aber der Junge kann fliegen. Kann springen und das ist der Springer aus russischer Sicht, der funktionieren muss. Genau. So, Simon Ammann für die Schweiz, ja oder nein? Landung, ja oder nein? Er wird landen, aber wie er landet, das ist eben die Frage. Und das unterschätzt war also ganz den genau, Simi nicht. Na, ich mache das nicht. Ich habe ihn noch nie unterschätzt. Aber irgendwo ist die Zeit jetzt ein bisschen lang geworden, ja, aber wo er schlecht landet. Ich habe ihn in Klingenthal am 3. ja auch mit kommentieren dürfen. Und er hat ja zweimal im Schnitt dreimal die 18 gekriegt. Ja. Und ja. Das sind ja manchmal so Aha-Erlebnisse. Absolut. Und das Springen von der Kante hat er nicht verlernt. Ja. Immer oben raus. Wenn das Standard wird mit dieser Landung, dann... Von der Weite her ist er ganz bestimmt bei den Besten dabei. Das andere Problem, was ich sehe, ist doch, dass der Abstand des anderen Teams, wie Gregor Deschwanden oder die anderen eben doch auch nicht die Entwicklung, du hast es eben angesprochen, bei Richard Schallert genommen haben, zumindest bis zum 3. Oktober. Ja. Dann haben wir sie ja nicht gesehen mehr, wie sich der Ronny Hornschuh vielleicht vorgestellt hat. Und deshalb wäre es auch für die Schweiz umso mehr wichtig, wenn ein Simon Ammann ganz vorne mitspringen oder wenigstens in den Top Ten stabil mitspringen kann, dass sie ein bisschen Luft zum Arbeiten kriegen. Okay, können wir das Buch der Prophezeiungen bald zuklappen? Bei den Japanern, die haben sich im Sommer zwar sehen lassen, aber nicht unbedingt mit den namhaftesten Springern. Da wird man auch abwarten, inwieweit reicht die Spannkraft bei den älteren Springern. Das muss man sehen. Werden wir auch sehen, nur Noyaki Kasai, der wird wieder eine Rolle spielen. Der hat mehr trainieren können, also physisch ist er gut drauf, hatte nur ein kleines Knieproblem im Mai wohl und hat ein bisschen mehr Sprünge im Sommer gemacht, also statt 60 hat er 70 gemacht, aber ist jetzt japanischer Meister geworden und da denke ich schon, dass er auch wieder eine Rolle spielen wird. Der Publikumsliebling wird nicht untergehen. Okay, ja, liebe Zuschauer, das war es erstmal von uns beiden. Wie gesagt, in regelmäßigen Abständen werden wir uns zu Wort melden mit einer Rückschau und mit einer Vorschau über den Winter hinweg. Interviews kommen auch dazu. Also bleiben Sie uns treu.